Winter. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Let's Play The Last of Us Part 1, das Remake. Genau, ja, eben war immer der Windows-Zeiger hier, der, ne? Den habe ich im Grunde mal rausgenommen. Da bist du ja. Ruhig, ruhig. Jetzt können wir hier mal ganz kurz mal unsere Ellie betrachten, weil die werden wir jetzt hier weiterspielen mit ihr. Mit der lieben Ellie. Sieht aber auch schon echt geil. Der Winter sieht ja geil aus. Also ich fand den ja schon damals spektakulär. Mittlerweile. Kann man da auch lang gehen? Ich muss das mal ausprobieren. Ey, das sieht ja sowas von geil aus. Winter habe ich auch nie hier oben lang gelaufen. Guck, wo es da hingeht. Ach ja. Ey, das sieht echt nice aus. Okay, aber hier geht's dann so weiter. Es ist nur. Man kann mal nach oben laufen und sich es angucken. Okay. Ja, ihr kennt mich ja, ne? Ich muss immer gegen den Questmarker laufen. Ne? Wenn das Spiel sagt, das geht links lang, rechts, ich laufe wieder rechts. Einfach um mal zu gucken. Ich muss das immer manchmal tun. Das ist einfach so. Oh, ich muss mal gucken, also, ne, wie das aussieht. Ich muss mal hier sehen. Ruhig, ruhig. Okay, soll ich mich vielleicht ducken? Um nicht erwischt zu werden, da wollen wir ja nicht. Bock auf den Kopfschuss? Oh, scheiße. Ellie, wenn du nicht mal so rumzappeln würdest, ne? Ruhig halten. Scheiße. Bleib nicht stehen, ich will sie doch nur erschießen. Ich möchte gerne meinen Raysteak mit schönen Pommes. Und jetzt habe ich doch Pommes. Okay. Danke, das Spiel hat mir sogar markiert. Internet. Oder es redet, ich hatte jetzt gerade noch selbst gesehen. Oh, nein! Du blödes Mistviech! Warten Sie! Ich will Sie doch nur erschießen! Kommen Sie! Bitte warten Sie auf mich, die blödes Mistviech! Ich will Sie doch nur erschießen! Wenn du jetzt lieb stehen bleibst, dann. Also können das nicht erörtern. Erörtern. Okay, gut. Ja, erörtern ist ein bisschen was anderes. Ich weiß auch nicht. Ich wollte eben gerade orten und erörtern zusammenwerfen. Wie komme ich auf R? Egal. Ich bin ja hier nicht euer Deutschlehrer. Okay, komm, Baby. Ja, komm, wir schaffen das bei Andy, komm. Ja, geschafft hier. Woo.
Jetzt rennst du immer noch weg, aber... Aber... Es wird nicht weit kommen. Ich hab's gut getroffen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob man jetzt endgültig auch ausschalten kann. Ich habe mir eben ganz so die Statistiken angemacht. Ja, ich vergesse im Aufnahmeprogramm mal ganz gerne mal die Statistiken anzumachen. Das bedeutet, da kann ich alles sehen. Da wird dann alles berechnet, wie der Teilzähler voll in ungefähr und Mist. Das ist alles schon berechnet. Das habe ich mir nebenbei ganz gerne an. Man vergesse ich das. So. Okay. Naja, eigentlich können wir den Viecher hinterher rennen, weil das Blut hier so stark. Wenn es rennt, stirbt es. Wenn es nicht rennt, wird erschossen. Es hat nicht viele Alternativen. Egal wie, du wirst sterben. Aber jetzt kommt irgendwie gleich ein... Und? Na egal. Aber es ist nicht eigentlich irrelevant, ob er es hört oder nicht. Vielleicht hat er stirbt doch eh. Nicht? Denkt das Spiel, eigentlich müsste es doch eh sterben, oder nicht? So Blutverlust oder. Na gut, ich kann auch leise sein. Ich dachte nur irgendwie so am Blutverlust. Da ist er. Da. Nicht bewegen. Hab dich! Sehr schön. Mist, ist der schnell. Er ist so shit egal, er wird langsamer. Außer es ist irgendwie so ein super Reh, was ohne Blut laufen kann. Hoffen wir mal nicht. Wo ist es? Hier lang ist es noch nicht gelaufen. Müsste nicht leider mal schwindelig werden oder so? Komisches Viech, irgendwie was von Schwäche zeigen. Guck mal, wie viel Blut das Viech verliert. Was ist das für ein Ort? Ja, was ist das für ein Viech doch mal? Toll. Verliert 10 Liter Blut gefühlt und. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Nur für Mitarbeiter. Hm. Sprengstoff. Was habe ich denn hier? Endlich. Ja, komm mal, hier ist das neue Comic. Ja, endlich, ja. Spannende Fortsetzung. Buch 4. Unsicherheit. Die Billionen der Menschheit wurden zu Milliarden. Die Technologie der Reisenden stellte die optimistischsten Prognosen des menschlichen Fortschritts über die nächsten 500 Jahre in den Schatten. Und der schwache Widerstand der Menschheit ist zerfallen. Daniela und Captain Ryan haben Erdsturz der Kobayashi nur knapp überlebt und stellen sich der bevorstehenden Bedrohung auf der Oberfläche des Titan. Okay. Es wäre geil, wenn Naughty Dog daraus ein Game machen würde. Wie heißt das denn nicht? Wie heißt das Buch eigentlich? Das ist ja so geil, wer ist denn da? Savage Starlight, wenn das irgendwie dieses Spiel werden würde. Ich würde das so feiern. Ich würde das hart feiern. Aber ganz ehrlich, ich meine, ganz ehrlich, warum nicht? Eigentlich, na gut, du müsstest die Story jetzt ein bisschen anpassen, aber na gut, von der Story wissen wir ja nicht viel, außer nur kleine Bruchteile. Ich würde das so feiern, wenn keine Ahnung, im nächsten PlayStation Showcase jetzt irgendwie sagen, hey, unser nächstes Spiel ist Savage Starlight. Ich würde das so feiern. Das war so geil. Das war so abgefahren geil. Alter Schwede. Wäre das geil. Oh. Sehr gut. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden.
Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Ja, woher weißt du davon? Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Ja, gut, okay. Wir finden sie nicht. Und dann haben wir Muni oder so? Was ist denn das schon? Du. Bewacht die Fenster! Okay. Okay. Keine Pistole habe ich nicht. Ah, ja. Mach dir mal nicht immer den Schusskünste. Ja, mach genau weiter so. Selber, einmal durch. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Warte. Yep, ich helf dir. Natürlich kann ich gut schießen. Fuck. Ah, danke. Durch die Fenster kommen. Mehr infiziert auf dieser Seite. Das ist eine große Meute. Vielleicht sind sie dir und deinem Freund gefolgt. Das spielt keine Rolle. Wir stecken da gemeinsam drin. Gut, der geht dahin. Ja, was? Oh Gott, nehme ich. Ja, natürlich nehmen wir einen Klicker. Klar. Scheiße. Ah, hat gespeichert, sehr schön. Oh Gott, da kommen eine ganze Menge auf uns zu.
Ja, ich sehe sie. Weiter so, Kleine! Ah, komm, lad nach, lad nach. Oh Gott, zwei Klicker. Also, okay, kämpfen kann sie nicht. Hat man nicht mehr. Scheiße. Aua. Ey. Fuck. Okay, im Remaster habe ich ihn besser angestellt. Scheiße. Das haben wir so wenig Muni, ne? Na gut, egal. Machen wir. Da kommen meine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Ich hätte lieber einen Revolver. Guter Schuss, Kleine. Und eine Schurz finde wäre geil. Aber egal. Schieß doch, renn mir doch nicht hinterher! Schieß doch! Oh, du bist so ein Dummkopf, Alter! Rennst du mir hinterher? Bist du dumm? Oh, schieß doch! Tu doch irgendwas, du Pisser! Er tut auch nichts. Der rennt mir hinterher! Warum? Vergiss es! Wir müssen hier raus! Ach echt? Ich dachte, wir hätten keine Kaffee. Okay, tschüss! Hier lang! Ja. Komm schon! Ich halte sie auf. Bewacht die Treppe. Okay. Alter, der macht gar nichts. Komm mit, hier durch. Okay. Der rannte nur hinter mir her. Dann gib mir doch gleich bei den Knarren. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Na toll. So ein Glück. Ah, okay, aber dann können wir jetzt rauszukommen. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Ja. Alles in Ordnung. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Kleine, alles klar? Ist okay. Blicker, verschwinde da! Shit, shit, shit. Klicker, Klicker. Und gerade Klicker, ne? Ich hatte ihn mit abgeblockt. Ach du Scheiße, ich hab ihm gedacht, der ist abgeblockt. Glück gehabt. Ah, mal den ganzen Scheiß hier mitnehmen. Glück gehabt. Habe ich jetzt eben sehr viel Glück gehabt. Okay, komm. Schnell nach oben. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Easy. Okay, das ging jetzt eigentlich. Aha, was kann ich jetzt alles bauen? Am Medikit-Kit. Ja gut, ich warte damit bauen jetzt.
Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Ja. Dann... Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Ist nicht mein erstes Mal mit Kleckern. Wo ist die Leiter denn noch nicht? Ach, da hinten. Scheiße, ich dachte, wir ja vorne. Wo, wenn ich Glück habe, ist kein Klicker auf meinem. Ja gut, die sind da unten, die Klicker. Oh Gott, Glück gehabt. Was ist da oben los? Alles okay? Ja, alles okay. Der wollte eben gerade sein Signal loswerden, hat uns nämlich dabei entdeckt. Denn dieses Klickgeräusch, damit machen sie, weil sie nicht sehen können, hören sie damit. Weil ich glaube, ja, du machst das mit Echo. Und weil sie dann ja merken, dass da irgendwas ist. Oh, warte. Molly oder? Ja, Molly kann aber auch nicht. Ja, komm, Molly, oder? Ja, komm. Das ist ganz praktisch. Dann nehmen wir das noch mit, alles gut. Wohl. Ja gut, dann machen wir noch einmal, zweimal das hier und dann ist gut. So. Machen wir beides. So, okay, komm. Okay. Bitteschön. Na los. Gut, Achtung. Na komm. Hier durch. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Ja. Ich hatte noch keine Muni für die Pistole. Mann. Ach so. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Ich habe viel nützlichen Scheiß gefunden. Das ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Na gut. Bereit machen. Ja, gut. Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Dann hole ich mir hier mal die Muni. Hey. Will die Muni haben, Mann. Mhm. Tschüss.
Ich hab... Oder die Muni haben. Jetzt schieß doch mal, Mensch. Ach, du bist doch der größte Dummkopf. Der schießt nicht. Was machst du denn mit... Mach denn mit Fäusten? Wir kommen schon zurück. Da kommen mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Schaut rechts. Na, die Fresse. Alter, der macht halt auch gar nichts, ne, der David. Der macht, ohne Witz, der macht nichts. Der steht da nur rum. Wie stellt ihn durch. So schlimm mit dem. Ein Bluter! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Junge, du bist eingeladen, auch mitzuschießen, ne? Tot? Nein. Ja. Warum machst du denn nicht? Bist ich, was ist denn los mit dem? Ja, der Alter, der ist ja sowas von nutzlos, dieser David. Das ist der, Alter, ist der nutzlos. Ich weiß nicht, wann das ausweicht. Oh Gott, ist der Typ nutzlos. Ah ja. 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 Ah, hier ist ein bisschen Sprengstoff. Ein Bluter! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Der lebt doch! Stirb doch mal! Lange noch gedauert. Der Große ist erledigt! Sehr gut. So. Ja, jetzt haben wir es. Alter, nee, der David, der macht einfach gar nichts. Ist ja verwunderlich, Alter. Das ist wirklich interessant. Ey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir? Ich hab's geschafft. Sind die alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Alter, ja gut, da prüft mal eine blöde Brücke. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert,
Ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier!